Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, 325 Kinder von Geflüchteten werden aktuell in Berliner Kitas betreut. Diese Zahl zu bewerten ist schwierig, denn der Senat kann derzeit keine Auskunft darüber geben, wie viele unter Sechsjährige in den Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete derzeit leben. In der Beantwortung meiner Anfrage, Drucksache 17/15/246 vom 23. Januar, heißt es, dazu gäbe es keine Datenerhebung, eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe berät über die künftige Datenerhebung und deren Umfang. Ich meine, bei ca. 15.000 geflüchteten Menschen, angekommen in 61 Einrichtungen dieser Stadt, deren Betreiber übrigens täglich die Zahlen an den Senat melden, sind 325 Kinder bei weitem zu wenige, die es in eine Kita geschafft haben. Dass die schnelle und gleichzeitig sensible Integration von Geflüchteten eine große Herausforderung ist, wissen wir alle. Aber inzwischen ist das Thema nicht mehr neu, und es macht wütend, dass der Senat derart konzeptionslos und wortlos agiert und mit dem Finger auf die Bezirke zeigt. Dass er nicht mal weiß, wie viele Kinder einen Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe und Bildung haben, ist nur ein Symptom für die anscheinend mehr als mangelhafte Kooperation zwischen den Ressorts, und ich glaube nicht, dass das an der Senatsbildungsverwaltung liegt. Jedes Kind, bei dem klar ist, dass seine Familie erstmal in Berlin bleiben wird, hat nach 3 Monaten einen Rechtsanspruch auf Integration in unser Fördersystem. Kollegin Möller, Ihre Kollegin Dr. Hiller hat eine Zwischenfrage. Gestatten Sie die? Ja, liebe Kollegin Möller, ich finde, das Thema ist so wichtig, dass es notwendig wäre, dass der zuständige Senator da ist. Sind wir da einer Meinung und wollen wir den ja, gemeinsam reinfordern? Ja, sind wir da einer Meinung. Gerne. Das ist der Herr Chaya, der für Soziales zuständig ist, für das Lageso unter anderem, wo die Flüchtlinge gut, als erstes warten wir ankommen. Den Moment ab, und ich bitte eventuell den Herrn Senator Chaya ins Plenum zu bitten. Ist das veranlasst worden, dass Herr Senator Chaya geholt wird? Ich habe hier jedenfalls niemanden aus dem Saal gehen sehen. Herr Kollege Friederici, ist das sichergestellt? Ja. Ich sehe den Senator mit großen Schritten den Plenarsaal betreten. Jetzt ist er im Plenarsaal. Frau Kollegin Möller, Sie können jetzt fortfahren. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Chaya, dass Sie uns beehren. Wir waren gerade dabei, uns zu fragen, warum es nicht möglich ist, in den Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete herauszufinden, wie viele Kinder unter 6 Jahre dort angekommen und untergebracht sind, weil es uns nämlich darum geht, so früh wie möglich alle Kinder in unsere Regelförderangebote zu bringen. Dazu gehört allerdings nicht nur die Kita, dazu gehören auch die Angebote der Jugendfreizeiteinrichtungen, der Familienzentren, der Sportvereine, vom Regelschulbesuch mal ganz abgesehen, das hatten wir schon, sprich, dazu gehören alle Angebote außerhalb der Flüchtlingsunterkünfte. Das alles muss natürlich koordiniert und mit den Bezirken und Einrichtungen abgestimmt werden, und zwar rechtzeitig. Das alles muss passieren, bevor Unterkünfte aus dem Boden gestampft oder quasi über Nacht aufgestellt werden, oder zumindest dann, wenn man weiß, wo und wann eine Unterkunft eingerichtet wird, wenn man schon nicht in der Lage ist, Wohnungen zu organisieren. Aber genau das passiert nicht, und genau diese Nichtkommunikation führt zur Überforderung der Strukturen vor Ort. Und das, obwohl die übergroße Mehrheit der Menschen in dieser Stadt willens und bereit ist, diese Neuberliner bei einem guten Start in ihr neues Leben zu unterstützen. Wie wir gestern im Berliner Beirat für Familienfragen erfuhren, wird an einem ressortübergreifenden Konzept gearbeitet. Wann es kommt, konnte man uns nicht sagen. Meine Fraktion hat ja bereits ein flüchtlingspolitisches Konzept vorgelegt. Daran könnte man sich ja mal orientieren.
Derweil verstreicht nämlich die Zeit. Täglich kommen nach unglaublichen Strapazen neue Menschen an, die sofort Betreuung brauchen, sofort. Und die Bezirke und Einrichtungen bleiben weiterhin ohne Unterstützung oder mit zu wenig Unterstützung zurück. Das ist völlig inakzeptabel. Klare Forderungen formulierte gestern im Familienbeirat auch ein Vertreter der Betreiber von Einrichtungen für Geflüchtete. Er sagte, wir brauchen dringend und endlich ein ressortübergreifendes Konzept. Wir brauchen die Überarbeitung der Leitlinien für Aufnahmeeinrichtungen. Das muss dringend passieren, damit endlich Mindeststandards überall gelten und die teilweise unzumutbaren Unterbringungszustände aufhören. Was nützen uns die sicher guten und gut gemeinten, in neuen Sprachen übersetzten Papiere darüber, warum eine Kita-Betreuung eine gute Sache ist und wie man zu einem Kita-Platz kommt, wenn diese in den völlig überforderten oder schlecht organisierten Aufnahmeeinrichtungen gar nicht bekannt sind bzw. nicht kommuniziert werden? Und wenn vor allem keiner mit den Kitas in der Nachbarschaft neuer Unterkünfte spricht und diese dann auch noch unvorbereitet mit desinformierten, verängstigten Eltern und radikalen Bürgerinitiativen konfrontiert sind, noch bevor das erste Flüchtlingskind den Gruppenraum betreten hat. Geklärt werden konnte auch nicht, warum es nicht möglich ist, mal schnell kreative Lösungen zu entwickeln und warum es nicht geht, dass Kinder mit Bussen in Kitas oder in Schulen transportiert werden, vorübergehend, wo freie Plätze zur Verfügung stehen und die Einrichtungen auch willens und bereit sind, diese Kinder aufzunehmen. Bezug nehmend auf das vorliegende Flüchtlingskonzept der Linken schlagen wir mit unseren Anträgen 2 Sofortmaßnahmen vor. Für die verlässliche und schnelle Versorgung von Flüchtlingskindern mit Kita-Plätzen soll mit den Bezirken und Kita-Trägern vereinbart werden, erstens, dass bei der Bedarfsplanung für den Kita-Ausbau im Sozialraum befindliche oder geplante Flüchtlingseinrichtungen als Kriterium für besondere Dringlichkeit anerkannt werden, zweitens, dass die bezirklichen Jugendämter auf ein bestimmtes Kontingent von freien und flexibel belegbaren Plätzen für Flüchtlingskinder zugreifen können und dass drittens die Kitas für traumatisierte Flüchtlingskinder zusätzliche Personalmittel beanspruchen können, da diese, wie wir uns vorstellen können, eine intensivere Betreuung benötigen. Außerdem muss sofort die Infrastruktur für Flüchtlingsarbeit in den Bezirken unterstützt werden, und zwar mit verlässlichen Finanzmitteln von, wie wir vorschlagen, 150.000 Euro pro Jahr und Bezirk. Damit sollen zusätzliches Personal, Honorare und Sachmittel für die Beratungs- und Koordinierungsarbeit und die Unterstützung der vielen Initiativen für eine bessere Willkommenskultur finanziert werden. Von der Bundesregierung wurden ja Finanzmittel für die Versorgung von Geflüchteten in Aussicht gestellt. Es ist zu prüfen, ob diese dafür eingesetzt werden. Vielen Dank.